Hallo, 36 Grad. Eiswasser, das hilft uns heute. Der Bernd hatte das letzte Woche. Ach, Moment. Der hat letzte Woche schon hier im Laden so Eiskugelbeutel. Kennt ihr die? Die gibt es überall zu kaufen. Die macht man halt so mit was am Wasserhahn, dann hat man so ganz viele Eiswürfel und dann hat er die eingefroren, ganz viele. Und das tut richtig gut. Ich weiß, man soll lieber warm trinken, aber egal. So, und ich sitze hier über die unmögliche Aufgabe, weiß ich nicht, Essensliste zu schreiben für diese Woche. Und das fällt mir unfassbar schwer, weil wenn es so heiß ist, würde ich am liebsten nur Salat essen. Aber jeden Tag Salat ist ja auch langweilig. Also das sättigt ja auch nicht so lange. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ich finde es echt schwer. Ich habe noch nichts drin stehen. Für heute, ich habe gerade hier im Eisfach geguckt, haben wir noch so, von Aldi gibt es so Tiefkühlgemüse, so ein Pfannengemüse mit Erbsen, Pilze und sowas. Das würde ich nachher eben schnell braten. Und dann entweder mit Reis oder Kartoffeln aus dem Garten. Die hatte der Bernd heute Morgen noch geerntet. Pfannengemüse. Wir machen ja immer unsere Liste. Die ist jetzt schon ein bisschen zerstört. Tiefkühlfrüchte haben wir auch noch, aber weil die manchmal ausverkauft sind, nehmen wir die immer mit, wenn wir die sehen. Das brauchen wir alles. Wir brauchen noch einen Beagle. Ja, Äpfel, ja, mögen wir am liebsten Elster. Ich schreibe das immer dabei. Weil Bernd geht bei uns meistens einkaufen. Ich gehe nicht so gerne einkaufen und Bernd liebt das. Der geht total gerne einkaufen. Aber wenn es Elster nicht gibt, dann Braeburn. Die müssen so ein bisschen sauer, würzig sein. Die Äpfel. Ja, ihr dürft mir gerne Tipps mal reinschreiben in die Kommentare, was es bei euch bei der Hitze so zu essen gibt. Das bleibt jetzt bei uns auch noch bis Donnerstag oder so. So heiß hier. Ich guck mal bei Chefkoch, das hilft mir wirklich immer. Ich hatte mal gekocht, so was mit Brokkoli, so ein Chili. Oder war das Blumenkohl? Muss ich mal gucken im Rezeptbuch. Das fällt mir schon mal ein. Und hier, ja, es gibt sowas, gefüllte Weinblätter, ne? Das ist auch total lecker. Das habe ich schon mal gekocht von Chef Koch. Das schmeckt richtig gut, aber das ist auch richtig viel Aufwand, die zu kochen. Ich weiß es nicht. Hier so Linsen-Kartoffeleintopf. Wer isst denn sowas jetzt bei 36 Grad? Ich weiß es nicht. Wir waren heute Morgen in diesem Vortagsladen bei Geiping. Das habe ich euch schon ein paar Mal erzählt. Da gibt es halt die Brote und Brötchen und Gebäck und alles vom Vortag zum ungefähr halben Preis. Das sieht mich gar nicht richtig. Und da haben wir heute Morgen Großeinkauf gekauft, zwei Brote und so, weil die hatten noch mehr Angebote als sowieso schon halber Preis. Und wir so, oh super, haben voll zugeschlagen, haben gesagt, Brot kann man ja einfrieren und so. Und als wir dann hier gerade gefrühstückt haben und die Brötchen gegessen haben, die waren halt echt so von vorgestern, ne? Und ich so, die sind so hart wie von vorgestern. Und dann der Bernd so, ja, heute ist Montag, ne? Die sind von vorgestern. Deswegen war das alles nochmal im Angebot. Ja, wir haben sie trotzdem gegessen und werden auch das Brot trotzdem essen, aber das nächste Mal würden wir es doch lieber vom Vortag nehmen. Nur mal so am Rande bemerkt. Ja, Miss Murphy ist auch nur am Schlafen. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt schon wieder ist. Und heute Morgen hatte ich eine Kundin, da habe ich gearbeitet und der hat alles gemacht, also wir waren spazieren, der hat gegessen und so, der hätte eigentlich satt und zufrieden sein müssen. Und hat er die ganze Zeit gebellt. So ein Termin, Nägel machen, dauert ungefähr eine Stunde. Und der ist Murphy die ganze Zeit genervt. Also gebellt und keine Ahnung. Und ich konnte nicht mit ihm raus, weil ich halt gearbeitet habe. Und Bernd konnte auch nicht mit ihm raus, weil er auch Kundschaft hatte. Und eigentlich hat er auch alles gemacht, ne?
Ja, und wir dann immer geschimpft, ne? Und oh mein Gott, und hör auf jetzt und sei ruhig, ne? Wir geben dich ab. Ich meine, das würden wir nicht machen, aber halt so gesagt, ne? Und ja, als meine Kundin dann weg war, dann bin ich mit ihm laufen gegangen. Oh, der Arme, ey. Der hat richtig Durchfall gehabt. Das tat er mir so leid, dass der noch eine Stunde angehalten hat, bis ich dann mit ihm gegangen bin. Unfassbar, der Arme. Ja, und jetzt, seitdem wir dann wieder hier sind, das ist jetzt 3 Stunden her, ist er fast nur am Schlafen. Der ist so platt von der Hitze. Ja, Klimaanlage läuft drin. Und es ist auch kühler, die hilft echt. Bisschen. Ja, gut. Ich versuche mal weiterzumachen, meine Anleitung des Essens. Und dann melde ich mich gleich nochmal wieder. Trommelwirbel, ich habe jetzt einen Menüplan. Außer der Sonntag, der fehlt noch. Ich bin nämlich auf die glorreiche Idee gekommen. Wir haben total viel Zucchini. Gestern hatte ich die paniert und gebraten. Und jetzt habe ich überlegt, Zucchini-Suppe wollte ich mal machen. Und da habe ich mir ein Rezept bei Chefkoch jetzt rausgesucht. Da steht zwar Creme Fraiche drin, aber ich würde dann einfach Creme Vega nehmen. Das ist eine Zucchini-Kartoffelsuppe mit Pinienkernen. Also, wenn ihr die nachmachen möchtet, so sieht's aus. Ups, die schmeckt bestimmt gut. Und dann werde ich ein bisschen Zucchinis los. Hab ich euch sogar gezeigt, gestern in dem Vlog, wir haben ja im Garten gearbeitet. Und dann hat der Bernd 4 mega große Zucchini entdeckt im Garten und wir hatten die halt teilweise verteilt an ein paar Nachbarn. Wir verstehen uns ja auch mit manchen. Und eine hatte ich gestern Abend, eine gelbe, in Scheiben geschnitten und frittiert. Und ich habe aber noch 4 Zucchini im Kühlschrank von meinen Schwiegereltern. Und daraus mache ich dann die Zucchini-Suppe. Die gibt es jetzt an 2 Tagen. In der Woche, weil das kann man auch gut bei dieser Hitze essen, glaube ich. Und für Bernd würde ich einfach so vegane Würstchen dabei machen, dass das so ein bisschen mehr sättigt. Dann habe ich einmal Käsespatzen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also immer Spätzle selber mit, also Wasser und Mehl einfach nur. Früher habe ich es mit Ei und Mehl gemacht. Und ich mache das dann immer über ein Brettchen mit dem Messer und dann schabe ich die so ab. Das ist richtig lecker. Und als Käse nehme ich dann immer den Simply V, den Käse. Und für Calvino mache ich es mit Gouda. Früher habe ich das mit Edamer oder so gemacht. Also so ein richtiger herzhafter Käse, aber das ist jetzt halt nicht mehr. Und Samstag mache ich Mac and Cheese. Das kennt ihr bestimmt, halt Macaroni mit so einer Käsesoße. Aber die Käsesoße besteht aus Kartoffeln, Möhre, Zwiebeln, Hefeflocken. Oh, da brauche ich Hefeflocken, das muss ich mir aufschreiben. Weil die machen den käsigen Geschmack. Genau, Hefeflocken. Die kriege ich im Biomarkt, obwohl die liebe Marie hat gesagt, die kriege ich im Rewe bei uns um die Ecke. Da gucke ich mal. Kann ich heute Abend eben hingehen. Ja, und dann fehlt nur noch der Sonntag. Und Sonntag können wir zur Not, gehen wir Hans im Glück was essen oder so. Ist auch egal. Aber es bleibt jetzt auch echt erstmal so heiß. Müssen wir schauen, wie wir das überstehen. Aber ich habe jetzt auch... Ich wollte heute nicht so ein Kleidchen anziehen, weil, weiß ich auch nicht, ich habe mich eher nach Hose gefühlt und ich habe jetzt die Hose an. So, weil die nicht mehr zugeht, habe ich sie aufgelassen und habe einfach hier so ein Bauchband darüber. Also das kann man über jede Hose drüber machen. Total praktisch. Dann sieht man das nicht, dass man die Hose aufgelassen hat. Ja, gut. Ich schwitze jetzt noch ein bisschen und in einer halben Stunde kommt meine nächste Kundin. Ich bin hier schön am Kanal spazieren und es ist sehr windig. Das macht das Ganze erträglich hier mit dem Spazierengehen in der Sonne. Jetzt ist allerdings auch schon 16 Uhr und die Mittagshitze ist vorbei. Von daher ist das ganz angenehm. Ich filme jetzt von mir weg, weil ich gegen die, also sonst würde ich gegen das Licht filmen und dann
sieht das echt schrecklich aus. Ich wollte ursprünglich auf dem Hinweg filmen. Jetzt habe ich mich mal umgedreht. In der Sonne zu filmen ist immer fürchterlich. Ich wollte auf dem Hinweg filmen, aber da haben wir jemanden getroffen hier, der auch mit seinem Hund spazieren war und der Hund war frei. Und deswegen, da seht ihr jetzt, es gegen die Sonne, das sieht so doof aus. Egal, jedenfalls haben die Hunde zusammen gespielt, weil der andere Hund war frei und dann war das sehr schön für die Hunde. Und jetzt gehe ich wieder zurück zum Laden. Dann kann der Hund sein Abendessen genießen und was trinken. Ich wollte euch was erzählen. Und zwar hat die liebe Mine Leben, so heißt sie hier auf YouTube, mich gefragt, ob ich auch auf Instagram bin. Und ja, bin ich. Ich heiße da die_michaelayt. Und die, also Michaela und YT ist zusammengeschrieben. Ich habe es aber auch hier unten jetzt mal verlinkt in der Infobox, weil ich werde echt oft danach gefragt. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich da voll inaktiv bin, weil ich Instagram einfach gar nicht verstehe. Ich bin halt mehr so auf Facebook. Ich verstehe nicht den Sinn. Also, ja, man postet Fotos. Im Idealfall noch mit einem tollen Text. Ich bin nicht so der Mensch, der Texte gerne oder viel verfasst. Ich habe da jetzt heute ein Bild gemacht und auch eine Story. Stories verstehe ich auch nicht. Also vielleicht möchte mir das ja jemand erklären. Den Sinn von Instagram würde ich mich freuen. Ich habe jetzt auch den Tag bei Galileo, glaube ich, gesehen, dass jetzt schon Menschen virtuell gemacht werden. Also am Computer werden Menschen animiert. Es sind keine echten Menschen, es sind halt so Avatare oder wie das dann heißt. Und die kriegen ein Instagram-Profil und werden total gehypt. Aber das sind halt keine echten Menschen. Aber das ist doch kein Sinn. So, ja, egal. Vielleicht kann mich jemand aufklären, das wäre nett. Ich versuche jetzt ab und zu was zu posten. Es wäre auch nett, weil ich ja so oft gefragt werde, ob ich Instagram habe, wenn ihr mir schreiben würdet, was ihr dort von mir oder von uns sehen möchtet. Da wäre ich euch sehr dankbar. Feierabend. Wir sind zu Hause. Das ist allerdings schon, weiß ich nicht, mein Akku ist ja leer von meiner Uhr und ich habe kein Ladekabel. Das kommt morgen erst von Amazon. Warte, ich mache Licht an. So. Wir haben 8:30. Wir waren jetzt noch mit dem Smurfy laufen. Mal hier das Stativ dran. So, es hat nämlich unser Plan nicht funktioniert, dass wir uns im Laden diese Gemüsepfanne machen, weil wir hatten dann Besuch auf der Arbeit und dann war viel zu tun und dann sind wir nicht zum Kochen gekommen. Deswegen haben wir jetzt mega Hunger und dann hatten wir erst überlegt, dass wir hier zu so einem türkischen Schnellimbiss-Restaurant oder wie auch immer gehen und uns Falafeltaschen oder so Dürüm holen. Aber die Vernunft hat gesiegt und Bernd holt jetzt eben einen Weißkohl und den schmoren wir uns dann an mit Reis oder so ganz wacker. Ja, und dann gibt es endlich was zu essen. So. Das war eine Hitze heute. Ich bin fix und fertig. Ich gehe gleich noch duschen. Und hier die Spülmaschine muss ich auch noch ausräumen. Die ist sauber. Alles, hier sieht's aus. Tada! Weil gestern auch so heiß war. Dann haben wir im Garten gearbeitet. Und dann hatte ich zu nichts mehr Bock, weil es einfach so heiß ist. Ich mache das morgen früh. Ich habe morgen früh frei. Und dann habe ich Ruhe. Und dann ist auch noch kühl einigermaßen. Und dann mache ich das alles. Ja. Und morgen habe ich auch den Termin bei der Hebamme. Ja, ich freue mich so. Bin echt gespannt. Was die alles so macht. Und Bernd wird nicht mit reinkommen können, weil 34 Grad sind angesagt. Da können wir den Smurfy nicht im Auto lassen.
Zu Hause lassen können wir den auch nicht, weil wir fahren ja über eine Stunde hin, dann da sein, dann über eine Stunde wieder zurück. Dann kommen wir vielleicht in Feierabendverkehr oder so, keine Ahnung. Weil das dann schon später ist. Jetzt klingelt mein Handy. So, das war jetzt der Bernd. Der steht im Rewe und weiß jetzt nicht, was er macht. Nicht im Rewe. Egal, der steht im Supermarkt und weiß nicht, was er holen soll. Dies, das, jenes. Und am Ende habe ich gesagt, also weil hier so fertig Pizzateig, habe ich absolut keinen Hunger drauf. Den mag ich nicht. Hin und her, her und hin. Und er sagte, ja, worauf hast du denn Lust? Da habe ich gesagt, ja, ich hätte jetzt einfach Dürüm geholt. Ne? Die kostet 4 Euro. Geht schnell und ist so das gesündeste Fastfood noch so. Also besser als jetzt ein Burger oder so. Und ich habe richtig Hunger. Ich habe gesagt, wenn du jetzt halt noch lange im Netto oder im Rewe oder wo auch immer rumläufst, dann mache ich mir jetzt irgendein Brot. Dann ist mir egal. Ja, jetzt gibt es doch Dürüm. Weil wir uns nicht entscheiden können. Und ich habe richtig Hunger. Und wie ihr alle wisst, wenn ich Hunger habe, ist mit mir nicht gut Kirschen essen. Da werde ich ganz schlecht gelaunt. Und schaut mal, ich habe heute mal von der Arbeit diese ganzen Gläser wieder mitgenommen. 5 Stück. Weil ich dem Bernd ja immer einen Shake mit zur Arbeit gebe. Und ich nehme auch einen in so einem Glas immer mit. Ja, und dann bleiben die da schon mal stehen. Und jetzt hatte ich keine mehr zu Hause. Und deswegen habe ich die endlich mal wieder mitgenommen. Ich musste nämlich heute Morgen meinen Shake runtergieren, weil ich kein Glas hatte. So, ist Murphy, der liegt da. Da, ist platt, wie ein Turnschuh. Ich habe schon meine Hose ausgezogen, weil so heiß ist. Wir haben hier 27 Grad. Die Klimaanlage ist jetzt nicht mehr hier. Datteln hat der Bernd heute mitgebracht. Ich habe Hunger! Ja! So, Bernd hat jetzt nur den Schlüssel abgeholt. Und ist jetzt losgefahren, Dürüm holen. Oh Leute, ich bin so am Verhungern. Ja. Ich werde jetzt das Video auch beenden, weil ich habe jetzt echt richtig schlechte Laune. Ich muss essen und dann geht es mir wieder besser. Und ich weiß nicht, ob ich morgen vlogge, weil ich bin halt hier zu Hause, mache den Haushalt und gehe dann zur Hebamme. Vielleicht mache ich nur so ein Video, was es bei der Hebamme bringt. Achso, ich wollte euch noch erzählen, dass der Bernd nicht mit rein kann, weil der geht dann halt mit dem Smurfy spazieren so lange draußen. Und ich werde versuchen, ob ich zum Beispiel die Herztöne filmen darf. Werde ich sie fragen. Und wenn ich die filmen darf, dann kann ich euch die ja auch einblenden. Habe ich gedacht. Ja gut, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und würde einfach sagen, wir sehen uns die Tage wieder. Bis dann, ciao!